Hallo und herzlich willkommen bei Schmidt Barbecue & More. Mein Name ist Mario und ich wünsche dir viel Spaß bei meinem neuen Video. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir machen heute gefüllte Cannelloni. Und wie wir die machen, zeige ich euch jetzt. Wir benötigen eine Schüssel. Dann habe ich mir bei meinem Fleischer des Vertrauens 1 Kilogramm gemischtes Faschiertes bestellt. Dann habe ich schon eine große Zwiebel vorgehackt, die kommt da gleich dazu, damit das Ganze etwas schneller ist. Dann habe ich hier einen Parmesan selbst gerieben, eine gute Schüssel voll, die gehört da auch hinein. Dann verwende ich meinen obligatoren Memphis-Dust, den verlinke ich euch hier oben, da geben wir auch eine gute Ladung hinein und dann kneten wir das Ganze einmal durch. Das Faschiert ist fertig und durchgeknetet. Und jetzt war ich gerade kreativ, habe ich hier eine PET-Flasche genommen und eine Cola-Dose, und normalerweise ist diese PET-Flasche etwas dicker als die Cola-Dose, und damit das aber jetzt schön, wie ihr seht, das geht wirklich streng hinein, habe ich mit Bunsenbrenner oben kurz einmal warm gemacht, dann zieht sich der Kunststoff zusammen und dann ist die ganze Geschichte ziemlich dicht. Da geben wir das Faschierte rein, mit der Cola-Dose werden wir dann andrücken und werden versuchen, dass wir die Cannelloni jetzt von unten so füllen, damit das Ganze flotter geht. Cannelloni aufsetzen und mit ein bisschen Druck, und Cannelloni ist gefüllt. Und das mache ich jetzt bei der ganzen Schachtel dann. Und wenn das fertig ist, hole ich euch dazu, wie man das Ganze dann mit dem Speck umwickelt. Und ich finde das gerade richtig cool, dass das funktioniert hat. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Genial, oder? Na, ganz ehrlich, so ein Hirn muss mal verrotten. Nein, tut. Oh ja. Ich zeige euch das jetzt noch einmal ganz genau. Ich setze die Cannelloni da auf. Wichtig ist, ich kann mit der Cannelloni jetzt nicht festdrücken. Die ist nur leicht da oben. Und jetzt drücke ich die Dose runter und seht ihr jetzt, wie das Fleisch da innen nach oben geht. Und das ist eine richtig leibende Idee. Und schaut her, jetzt ist die Cannelloni von beiden Seiten gefüllt. Also zu. Und so schaut das aus. Zum Nachmachen empfohlen. Kannst du schauen. Nachdem der Gasgrill jetzt schon vorgeheizt wird, links und rechts die Brenner an, in der Mitte eine indirekte Zone. Und dann werden wir jetzt die Cannelloni mit Speck einwickeln, beziehungsweise zeige ich euch das. Wir nehmen einmal einen Speck. In dem Fall ist das ein Tiroler Schinkenspeck. Schneiden wir einmal in die Hälfte. Klappen den einmal auf der Seite drüber, einmal auf der anderen Seite drüber, und jetzt nehmen wir eine Scheibe und mit der wickeln wir die Cannelloni ein. Und auch das mache ich jetzt wieder mit allen. Und wie es dann weitergeht,
hole ich euch dann wieder mit dazu. So, die Cannelloni sind jetzt schon auf dem Grill, indirekte Bereich, circa eine Dreiviertelstunde, dann werden sie mal glasiert, dann noch einmal eine Viertelstunde, dann sollte das Ding fertig sein. Ich mache das so bei 180 Grad herum. Noch zu eurer Info, ich habe bestellt 350 Gramm Speck, das war zu wenig, also auf jeden Fall 450, vielleicht sogar 500 Gramm Speck verwenden. Bei mir sind da jetzt noch ein paar Röllchen übergeblieben, die gebe ich in den Eiskasten, die werde ich mir für morgen aufheben. Aber jetzt Deckel zu. So, die 45 Minuten sind vorüber. Schaut es einmal her, so schaut das jetzt einmal aus. Ich habe gerade vom Grill runtergenommen. Das ist bitte kein Ketchup, das ist meine Barbecue-Soße, die fülle ich nur nachher wieder in diese Dose hinein. Barbecue-Soße, Link findet ihr da hier oben. Und da werden wir jetzt einmal großzügig das Ganze mal bepinseln. Und dann werden wir noch circa 15 Minuten brauchen. Mario, ich bin ein Kind von dir! Ich bin ja nur froh, dass ich es ausschneiden kann. Aber ich verstehe es. Hier der Handy mal, damit wir es von der zweiten Seite auch noch glasieren können. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie diese gefüllten Cannelloni schmecken. Aber es geht sich genau aus, dass wir das einmal von allen Seiten schön glasiert haben. So, hier. So schauen die aus. Und jetzt nochmal auf den Grill für 15 Minuten. Gefüllte Cannelloni. Noch nie probiert. Noch nie gemacht. Noch nie gemacht, noch nie probiert. Wir probieren es jetzt einfach mal. Boah. Das ist ja geil. Würzig. Gut mit dem Speck. Sehr lecker. Auch die Cannelloni. Gut weich. Schmeckt hervorragend. Super Fingerfood. Genial für jede Party. Aufwandstechnisch jetzt, ja, im Speckwickeln ist ein bisschen mühsam, aber mit der Geschichte, mit der PET-Flasche und der Aludose drunter, ist eine super Sache zum Füllen. Und ja, auch probieren. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen wohlwollenden Kommentar, liked meinen Kanal, abonniert meinen Kanal, motiviert eure Freunde, meinen Kanal zu besuchen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Geht euch und Baba.